Volkshochschule Hietzing begrüßen. Wir haben eine Ausstellungseröffnung. Wir haben eigentlich fast immer besondere Ausstellungseröffnungen, aber heute ist es eine ganz eine besondere Ausstellungseröffnung. First of all, I want to welcome Ruth Rochers-Altmann. She came a long way for the opening of this exhibition. And there's always the slogan, lifelong learning. And I say, I think that's never too late to start something new. And I think we can say not the real age of Ruth, but she's a little bit more than 90 years old. And it's her first exhibition in Austria. It's one thing starting something new. And then I think after having this exhibition, Ruth, I think, decided that she will want to have her own homepage. And I think it's never too late to have her own homepage. And I think starting it with 90, okay, it's not too late, and you will have it for a long time. Die Hauptsache ist, so lang zu leben, dass man es noch erwarten kann. So bin ich sehr froh und sehr geehrt, dass Sie mich willkommen lassen auf einmal. Es hat eine Weile gedauert, aber da freue ich mich sehr und so besonders fantastische Herren zu kennen, die mich hier sehr wohlfühlen, und meine Tochter, die auch eine Bildhauerin ist. So die Kunst aus der Malerei, die ich hier in der Kunstgewerbeschule gelernt habe und auch beim Frauenmuseum und unterrichtet habe, so kommt es doch wieder zurück in einem Kreise. So, ich danke Ihnen sehr viel, dass Sie gekommen sind, und mich freut es sehr. Und über die Geschichte der Familie Ruth Rochers als Altmann wird nun Landtagsabgeordneter Kurt Stürzenbecher einiges sagen, der in Vertretung von Dr. Michael Ludwig hier ist. I'm very happy to be here and to tell you something about Ruth Rochers Altmann. She was born in Hietzing. The director has already mentioned it. More than 90 years ago, yes, as a daughter of the well-known architect Arnold Kaplus. Yes, and she grew up in a cultural environment that included many influential architects and artists. First, she started a skiing career, yes, she's a master of skiing, yes, and then, in addition to skiing, she developed a strong love for the arts, particularly painting. Besides academic studies, Ruth Kaplus studied dance, directing, and music at the Kunstakademie and performed professionally in Vienna. Her fine art training began at the Frauenakademie and continued at the Kunstgewerbeschule with Professor Paris Gütersloh, is very well known, an exponent of the Jugendstil. Her fashion training was under Professor Wimmer, an international authority in the fashion world. Her passion for spontaneity of performance, rhythm, and dance
and artists of a period like Schiele, Kokoschka, and Klimt are continuing influencing her painting. And then, in the year 1939, she had to flee from Austria. Austria was then part of Nazi Germany, and she had to flee to save her life. In New York during the World War II, she was in contact with painters of the New York School. It's right, yes? Right, right. Later, parallel with her work as a painter, Ruth Rogers established a career in fashion too, yes. She was a consultant to the Metropolitan Museum of Art Costume Institute, and at one time she was designing innovative fashion ski wear. Yes, very innovative ski wear. She is listed in the Esquire Encyclopedia of Men's Designers, Who is Who of American Woman, and Who is Who of Woman in the World, too. She was awarded the Silver Medal, you can look at the Silver Medal of Honor of Vienna for her outstanding achievements. Here, he's the one who is originally responsible for all of this happening, which I hope you will enjoy. Go ahead. Thomas Geisler von der Angewandten, der, und das muss man hier auch erwähnen, das zeigt, er war einmal Gedenkdiener vor einiger Zeit in New York und hat im Zuge seines Gedenkdienstes am Leo Beck-Institut ehemalige Österreicher interviewt und ist auch mit Ruth in Kontakt gekommen und daraus hat sich auch eine Freundschaft entwickelt und die auch fachlich sehr nahe verwandt sind. Und es ist auch ein schönes Zeichen, wenn sehr oft in Gedenkjahren über Aktionen geredet wird, so glaube ich, zeigt dieses Beispiel, dass der Gedenkdienst und die Personen, die Gedenkdienst leisten, wie wichtig die für Österreich und für den Kontakt mit ehemaligen Österreichern sind. Und dann haben wir nicht gesagt, ich soll es noch kurz übersetzen, einige Sätze da. Ich glaube. Ich sage nur das Wesentlichste, also ich erkläre diese Ausstellung für eröffnet. Danke vielmals, dass Sie kommen. Und meine Tochter ist auch hier und ist die Bildhauerin, die auch hier ausstellen wird. Denn ich hoffe, sie muss nicht so lange warten wie ich, bis meine Ausstellung kommt. Unsere Idee war, dass nicht nur Ruth nach Wien zurückkommt, sondern dass vielleicht auch ein Kunstwerk von einem Enkeltochter von Arnold K. Plus auch in Wien realisiert wird. Und da haben wir gestern auch ein Gespräch gehabt und ich glaube, es wird nicht so lange dauern. Ja. Normalerweise bekommt eine Künstlerin immer Blumen, ja? aber Blumen auf dem Transport nach Amerika, das wird ein bisschen schwierig sein, außerdem werden sie verwelken. Und jetzt, gestern hast du unbedingt Maroni wollen und wir haben heute Maroni gebraten und du bekommst dafür Maronis frisch. Dankeschön und bitte nehmen Sie sich ja auf. Thank you very much for coming. Es ist schade, dass es wirklich so lange gedauert hat, aber wäre ja ernst, dass es. Das war wirklich sehr nett, gell? Ja, fantastisch. Ja, er ist ein Schatz.